muss ja eine Aufnahme machen, Leute. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe vor Ornstein und Smaug. Aber ich gucke mich erstmal noch kurz wo um. Ich schaue mir mal schnell an, was es hier hinten links in dem Raum gab. Da ist so ein Raum hinter einer Wand. Hoppala. Hau mich. Hier, hinter der Wand. So, die muss man nochmal aufschlagen. Ich war gerade eben schon da, hab die Aufnahme vergessen. Und wie ihr sehen könnt, hat mich die Mimik getötet. Was haben wir hier? Eine okkulte Keule. Der Chat meinte, die könnte gut gegen Ornstein und Smaug sein. Und ich wollte ja sowieso... Oh, der Drachenzahn! Der Drachenzahn, der ist geil! Ich wollte ja sowieso Havels Rüstung haben. Deswegen passt das eh, dass wir hier sind. Weil Havels Rüstung werde ich für die Four Kings benötigen. Höchstwahrscheinlich. Jetzt möchte ich aber eine Sache kurz wissen. Wie sieht's mit dem Drachenzahn aus? Kann ich den schon benutzen? Nein, 40 Stärke. Also zweihändig. Warte, zweihändig geht doch. Beidhändig könnte ich die Keule benutzen, die hier. Oh, macht das Sinn? Das Problem ist, dass ich bei Ornstein und Smaug gerade festgestellt habe. Dass mein gerades Drachenschwert und der Blitzspeer genau gleich viel Schaden an ihm verursachen. Nee, die okkulte Keule, die wollten wir testen. Genau, die okkulte Keule. Jetzt kann ich, glaube ich, auch wieder mehr Rüstung anziehen. Nee, das ist zu viel. Okkult mag der Ornstein nicht, heißt es. Die ist zwar jetzt nicht gelevelt, aber die dürfte trotzdem besser sein als die 56 Schaden, die ich aus meinen anderen beiden Waffen rausgekriegt habe. Grüß dich. Prüsterchen! Aua! Mist. Lass mich dich jetzt abstupfen hier. Zack. Nein! Verdammte Axt! Nein! Oh, Hilfe! Bitte gehen Sie weg! Ich treffe ihn nicht. Komm her. Fettsack. Nein. Oh, ich muss ihn noch einmal treffen. Zu viel gesoffen. Danke.
So, wechseln. Okkulte Keule. Hi, Kumpelbacke. 71, immerhin. Vorhin waren 56. Ach, scheiße. Notfalls das Ding leveln. Ja, alles easy. Das geht schon klar. Wenn ich nicht im Sprung gekillt werde. Im Sprung. Weil ich ausweichen drücke und er aber springt, der gute Charakter. Leider, leider. Schweinerei. Man kann Mimics ruhig stellen? What the fuck? Nee, weiß ich nicht. Gibt's ein Schlafpulver oder sowas? Lloyds Talisman. Really? Und ich prügel mich immer ab mit denen. Den kriegt man doch, den habe ich doch schon, oder? Den habe ich doch schon gefunden. Übrigens gerade die okkulte Keule leveln, weil mich das ärgert. Hey. Ja, immer diese anderen Spieler, die hier unterwegs sind. Ich find's mega cool irgendwie. Das. Guck mal, wie sie hier alle beim Schmieden sind. Der praised the sun, der freut sich über die Aussicht dort. Geil. So, dafür brauche ich jetzt aber ein bisschen, muss ich ein paar von meinen Seelchen schlucken. Was brauche ich denn zum Leveln von der okkulten Keule? Da ist sie. Weißer Brocken. Wow. Die kann ich nicht kaufen. Oder? Die kann ich nicht kaufen. Ich habe keinen weißen Brocken. Die Kiste habe ich schon aufgemacht. Was war denn da nochmal drin? Irgendwas. Nun, in dem Fall wird Ornstein eben mit 76 Schaden sterben. Muss ich halt durchhalten. Kriege ich hin. Okay. Lol, der Ritter. ich weiß gar nicht, was war denn da drin? Was habe ich denn gekriegt bei dem da unten? War das ein Bogen? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bekommen habe. Der Falkenring, genau, der war's. Wie er gemütlich zurückschlendert. Ist das geil. Dumm, dumm, dumm. Ist mir jetzt auch egal. Ich bin ihm lang genug hinterhergelaufen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Dumm, dumm, dumm. Ach, dass er springen muss. Warum springt er denn, wenn ich ausweichen will?
Nein. Unnötig. Nein, Brutzler. Ich mag deine Brutzler nicht. Ah ja, wir stechen durch Steinsäulen hindurch. Ich meine, bei dem Hammer, okay, da komme ich irgendwie drauf klar, aber dass er mit seinem Zahnstocher da durch die Steinsäule durchpiekst, das ist nervig. Jetzt bloß nicht gierig werden. Bloß nicht gierig werden. Genau, so passt das nämlich. So passt das. So, okkulte Keule. Oh oh, Autschi. Warte kurz. Oh oh. Alles gut? Mist. Ey! Ey! Der ist neu, der Move. Mensch. Der ist mega neu, der Move. Ist auf einmal so zügig unterwegs, du kleiner Fettklotz. Ärgerlich, dass ich ihm so wenig Schaden mache, ne? Scheiße. Aber die okkulte Keule ist tatsächlich bisher das beste Instrument. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Blitzspeer bei Smaug so abgeht. Weil die ja beide irgendwie blitzen. Aber ich glaube, nur in der zweiten Phase blitzt Smaug, ne? Der blitzt in der ersten Phase gar nicht, stimmt. Das finde ich auch so krass, wie mobil er einfach teilweise ist, wenn er seinen Hammer über den Boden zieht und mir aber einfach instant die Richtung wechselt. Oh shit. Oh, er trifft mich nicht, lol. Thank you.
Okay. Ja, das ist okay. Das ist absolut okay. Alter, was? Mist. Warum visiere ich ihn denn auch an? Beim Anvisieren tut das Spiel auch manchmal seltsame Dinge. Ach ja, Hitboxen, Hitboxen, From Software und Hitboxen. Mir war es damals gar nicht aufgefallen. Mittlerweile hat man einfach so einen Blick dafür. Ach, fuck off. Muss er den zweimal, dreimal hintereinander machen? Ja, ist ja gut, mein Digger. Keinen einzigen Treffer dabei. Dreimal zugeschlagen, zweimal in seine Hose. Kein Treffer. Ich habe natürlich keine riesige Hitbox. Die hat nur der Gegner. Passt. Auch hier wieder. Kein Treffer. Frag mich nicht warum. Ach ja, klar. Weil ich wieder springe, anstatt auszuweichen. Oh, Dark Souls. Oh, Dark Souls. Scheiße. Ah. Keine Ahnung. Ich ihm aber auch null Schaden mache, ne? Das ist mega nervig. Mega nervig. Hitbox. Killed by Hitbox. Whoop, whoop. Mist. Kann doch nicht wahr sein, dass ich keine Waffe habe, mit der ich hier gut Damage rausknallen kann, oder? Das gibt's doch nicht. Na, die hat Glaube. Ah, die okkulte Keule. Wie viel Schaden hatte ich denn mit dem Morgenstern gemacht? Der hat so ewig langsam zugehauen, ne? Ach, den könnte ich aber als... Für Ornstein benutzen vielleicht. Ah.
Silberritterschwert oder Speerfarmen bei den Rittern. Ja. Ach, viel mehr brauche ich doch nicht. Ich will mal die Keule hier probieren, die Riesenkeule. Einfach nur zum Testen, ob stumpfer Schaden vielleicht ein bisschen mehr reinknallt. Stumpfer Schaden von der Zweihandwaffe. Unterschied von Level 0 auf Level 5 ist enorm. Okay. Gut, aber die okkulte Keule kriege ich ja nicht hoch. Und ich habe den Morgenstern, der ist auf Level 5. Aber der Morgenstern hat auch keinen Schaden gemacht. Muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, der hat auch keinen Schaden gemacht. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, hi. Hallo, Orni. Ich will aber erstmal deinen Kumpel hier snacken. Orni. Erstmal den Kumpel snacken. Ja, solange du hinter deinem Kumpel stehst. Geh mal weg von deinem Kumpel jetzt, Ornstein. Lass Smaug sein Ding machen. Ach. Ah. Gegen seine Waffe gehauen. Ach, Mann! Verdammte Axt. Oh, ey. Leute! Leute! Nicht so cool! So. Nur mal als Test. Boah, nee, okay, vergiss es. No chance. Na klar. Ach ja.
Ey, what? Was war das denn wieder? Könnte mal der Blutungsschaden drücken? Das wäre geil. Weiß nicht, wie viel ich ihn dafür treffen muss. In diesem Spiel. Mich würde es gerne interessieren. Einfach aus Interesse, wie viel Blutungsschaden kriegt er denn von diesem Ding? Wenn es mal durchläuft. Ach, come on! Heiland, zack, ey! Dumme Schande hier, ey. Rockt das denn irgendwann auch mal? Es prockt nicht. Es prockt einfach nicht. Also ich hatte gehofft, dass die Keule, ich habe sie jetzt ausgerüstet zum Testen, dass da irgendwann der Blutungsschaden prockt, aber er prockt einfach überhaupt nicht. Ich habe jetzt ziemlich viel drauf geprügelt. Ja, da hat die okkulte Keule tatsächlich immer noch am meisten Schaden gemacht. Auch wenn ich sie nicht leveln kann. Tja. Schlachtermesser bringt nichts. Das macht alles keinen Sinn hier. 110, das ist auch nichts. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum das gerade Drachenschwert genauso viel Schaden macht wie die leicht gelevelte, der leicht gelevelte Blitzspeer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hatte ich nicht vorhin so eine leichte Rolle? Keine Handschuhe angehabt, ne? Nee, hä? Hatte ich nicht vorhin so eine leichte Rolle? Seelischen Beistand. Habe ich den gebraucht? Ja, gegen Ornstein und Smaug. Ja, ich habe zumindest gegen Smaug habe ich eine gute Waffe. Die wird aber in der zweiten Hälfte wahrscheinlich nichts bringen. Weil da zieht er ja vom Ornstein die Fähigkeit. Und wie ihr auch schon richtig erkannt habt, ich habe noch nie Ornstein in seiner Ultiform besiegt. Also tue ich das.
Oh. Jetzt sterbe ich am Spiel. Oh. Ja. Da hätte ich, glaube ich, wirklich gar nichts mehr machen können. Da hat mich das Spiel einfach töten wollen. Das ist so nervig. Und wenn ich hier nicht... Ach, egal. Nee, nee. Alles gut. Ja. Ah, okay. Ich meine, hiernach ist es ja dann... Hiernach geht's eigentlich, sollte eigentlich ziemlich viel Fortschritt wiederkommen. Die Four Kings wird nochmal ein bisschen nervig. Aber sobald die beiden besiegt sind... Kann ich mich teleportieren? Wow, ich habe sogar eine Rolle gemacht. Die Rolle hat sogar angefangen, man hat es gesehen. Alter, wie mich das Spiel gerade ficken will! Gibt's ja gar nicht! Was ist denn das hier jetzt? Können wir jetzt mal wieder... auf Normalzustand fahren? Alter, ich finde das so saudumm hier mit zwei so Bastarden zu kämpfen, die durch Stein hauen und durch sich selbst durchhauen können, das... Ach. Aber ich kann natürlich nicht durch ihre Waffen durchhauen. Aber sie können durch sich gegenseitig durchhauen. Und ich sehe gar nichts. Macht auch Blitzschaden. Hm. Okay. Schon wieder viel zu viel hier jetzt gerade saufen müssen. Nee, jetzt habe ich gerade gesoffen, ne? Scheiße. Das war dumm. Hat gar nichts gebracht. Ich drück doch! Ich drück doch! Mann! Warum registriert das Spiel das manchmal nicht? Kommt dann die Hitbox zu früh bei mir an von ihm? Oder zweimal hintereinander exakt das gleiche passiert gerade? Ich habe gedrückt, mein Charakter hat irgendwie angefangen, aber dann in der Bewegung aufgehört. Das war super seltsam. Also... zweimal genau das gleiche. Dieselbe Bewegung am Charakter, so ein leichtes Zubbeln. Keine Rolle ausgeführt. Danach kam Ornsteins Treffer. Uff. Okay. Ja, eventuell gehe ich auch einfach nochmal woanders hin. Nee, ich kann ja... Ach, das ist doch Mist. Ich
Ich kann ja noch nicht teleportieren. Es dauert 100 Jahre, bis ich woanders bin. Das dauert 100 Jahre, bis ich woanders bin. Ey, und dann muss man an Smaug, muss man links vorbeirollen, wenn er diesen Ansturm macht. Und wer steht da? An Smaug muss man links vorbeirollen. Und wer steht da? Ornstein. Ornstein, der einem eine Schelle gibt, wenn man an ihm vorbeirollt. Es kann doch nicht angehen. Ach komm. Ah, jetzt durfte ich rollen und danach wieder nicht mehr? Und keine Ahnung, Alter. Ah. So schlimm warst du doch gar nicht, Dark Souls 1. Was ist denn jetzt heute los? Liegt das am Online-Modus oder was? Was ist denn das? Ach so, lol, ich bin aber auch. Ich mache ja gerade ein bisschen weniger Schaden. Doch zu weich geworden in Elden Ring. Hm, vielleicht, ja. Das wird's sein. Wieder gedrückt, wieder hat mein Charakter angefangen, wieder werde ich durch eine Hitbox getötet. Ich war zwischen seinen Beinen, er hat mich nicht treffen können. Zu verwöhnt, würde ich sagen, Sepp. Zu verwöhnt. Zu verwöhnt, weil es da nicht so krass war mit den Hitboxen und so. Da hat sich From Software mal Mühe gegeben. Ja, ja, genau, Dark Souls 2 und Sekiro hat auch ganz, ganz wilde Hitboxen an manchen Stellen. Manche wollen es nicht hören, ich weiß. Aber ich habe mir tatsächlich jeden Versuch bei Genichiro angeguckt. Also nicht jeden Versuch, aber ich habe 11 Versuche gesehen. 11 Versuche in Frame by Frame angeguckt und geschaut, wo und wie mich das Schwert getroffen hat, was ich gedrückt habe und so weiter. Und die Ergebnisse haben mich in meinen Vermutungen bestätigt. War nicht alles so, wie ich gesagt habe, auf keinen Fall. Manchmal habe ich auch einfach überreagiert, definitiv. Aber großteils okay. Können wir das bitte nicht so machen?
Okay. So, Kumpel. Ach, fuck. So, Kumpel. Nein, er springt. Nein, was? Macht das so viel Damage? Scheiße, ich dachte, ich brauche noch nicht saufen. Mit 9 Flakons, ich habe nur einmal getrunken. Oh. Ich hätte das schon längst geschafft, natürlich. Ja. Das ist, ich mache ihm halt unnötig wenig Schaden. Weil ich nicht das richtige Zeug dabei habe. Was sehr, sehr ungeschickt ist. Ich verstehe auch nicht so ganz warum, ehrlich gesagt. Also ich verstehe es wirklich nicht. Weil zumindest das, 200er physischer Schadensschwert sollte doch mehr machen als ein Blitzspeer an ihm. Also das geht mir nicht rein, das verstehe ich nicht. Rein mathematisch macht das irgendwie keinen Sinn, außer es gibt halt tatsächlich einen Multiplikator in irgendeiner Art und Weise beim, wenn man... Hau jetzt! Jawohl, danke! Wenn man da plus irgendwas reingemacht hat. Da muss es einen Multiplikator geben, ansonsten ergibt das vorne und hinten keinen Sinn. Ey! Ihr zwei Kumpelbacken. Nein, was macht... Oh, falsche Taste gedrückt. Gnadenlos die falsche Taste gedrückt. Nee, Orni, nee. So. Nein, ach Mann, jetzt das jedes Mal bei dem Move muss ich beim zweiten Schlag später ausweichen und ich tue es einfach nicht. Scheiße. Wie lange er sich Zeit lässt. Ah. Das ist ein ganz schöner Mist.
Ich werde mir bis zum nächsten Mal überlegen, wie ich das hier löse, das Problem. YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Ich habe sie leider nicht gekillt bekommen. Einmal war es richtig knapp. Es war vor. Es war letzte Folge schon. Ja, auch jetzt. Ich treffe ihn gut. Ich treffe ihn häufig. Er trifft mich nicht so oft, aber dadurch, dass ich ihm so wenig Schaden mache, dauert es einfach ewig. Und dann gibt es immer mal einen Moment, in dem ich unaufmerksam bin, in dem irgendwas halt Seltsames passiert. Ihr wisst, was ich meine. ja, und dann killt mich sowas. Tja, vielleicht gehe ich in der nächsten Folge farmen. Vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Aber ja, wir werden sehen. YouTube, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.